Hallo und herzlich willkommen zurück bei Project Unstable Folge 100 und Dingenskirchen, weiß ich nicht. Letzte Folge haben wir ja mal das Erie Interface gemacht. Jetzt werdet ihr euch hier fragen, okay, er hat jetzt ein Interface gemacht, womit er sich Dinge direkt ins Inventar pumpen kann. So, was nützt ihm aber das? Er kann doch einfach hier in den Beutel reinflacken und dann kann er praktisch in den Beutel gucken und dann, ach ja, guck einer, schau. Na, ich habe aber im Endeffekt was anderes vor. Und zwar mit Witchery. Witchery. Gibt es ein paar lustige Dinge, die man machen kann, will und vielleicht auch sollte. Und das Erie Interface hilft mir im Endeffekt. Denn ich muss für einige der Blumen und alles Mögliche, was ich brauche, dann später, muss ich in eine andere Dimension und da kommt mein Inventar nicht mit. Nur bestimmte Items kommen mit. So, ich möchte aber dort nicht alleine sein, deswegen werde ich dann mein ganzes Zeug, was mir wichtig ist, beziehungsweise ich werde es anders machen. Ich werde mir eine Ender Chest machen und werde dann sagen, okay, die Ender Chest, in die packe ich alles rein. Dann an meinen Sachen, wenn ich praktisch die Dimension wieder verlasse. Und dann habe ich die wieder hier drüben. Das heißt, ich könnte theoretisch mein Schwert mit rübernehmen und kann das dann nutzen. So, dafür brauche ich dann das Erie Interface, damit ich mir halt diese Ender Chest rübergeben kann, weil andernfalls müsste ich dort drüben komplett neu anfangen und sozusagen erstmal Holz klopfen, das dann alles machen und dann, wenn ich alles habe, kann ich irgendwann vielleicht eine Ender Chest machen. Und nein, darauf habe ich keine Lust. Oder das will ich nicht tun. So, rum. Besser. Weil ich glaube, es wird auch ziemlich schwer, Blaze Powder zu finden. Nun gut. Jetzt zu was anderem. Und zwar Witchery. Gibt es einen wirklich Haufen, was man noch tun kann. Dafür bräuchten wir dann allerdings noch einen Haufen Bücher und die müssen uns dann alles erklären. Ich bin noch nicht ganz so weit gekommen, mir das alles auch selber beizubringen. Wie praktisch dann der ganze Mist funktionieren wird. Und deswegen, es regnet. Welch ein Wunder. Habe ich mir überlegt, wir machen heute mal nicht. Nein, wir machen das nicht. Und zwar, wir haben ja hier einen Haufen Mods drauf. Osmarika, Automagie, was auch ein paar richtig coole Dinge bei hat. Ich hätte eigentlich mal den Server heute updaten müssen, aber ich hatte andere Dinge lieber getan und nun gut. Ist halt so. Ja, ich hatte zuerst überlegt, wir könnten ja mal Bienen machen. Wenn ich Forestry jetzt finden würde. Ganz einfach. Forestry. Allerdings dann gleich halt versuchen, Advanced Beasts zu kriegen. Das heißt Carpenter und alles Mögliche, ne? Ich bin mir nur nicht sicher, ob. Also ich hoffe mal, es würde euch interessieren, theoretisch. Ich. Bin mir aber nicht immer ganz so sicher. Ja, also ich würde sagen, ich craft jetzt trotzdem mal so ein paar Basic. Ich glaube, Apiary habe ich. Ja, ich habe sogar ein paar. Ja, aber das möchten wir nicht. Wir möchten gerne Genestry, hieß es. Wir möchten gerne Genestry nutzen. Denn Genestry, ich habe noch Princess hier drin, die müssen nämlich alle mal weg hier, dass die hier den Platz draus machen. Okay. Wir haben ja hier schon ein paar Prinzessinnen. Wo kann ich hier nicht reinpassen? Ach, das ist eine Queen. Nein, da unten kommen die Queens rein. Da rein. So. Denn ich möchte jetzt hier keine Stunden damit verbringen. Die Bienen hier zu züchten und zu gucken, ach Mensch, geht das? Nein, es geht nicht. Geht's jetzt? Nein, es geht nicht. Deswegen werden wir Folgendes machen. Wir werden mit Hilfe des Mutagen, also mit dem Genestry Mod, werden wir was Tolles machen. Und zwar, wenn wir mal gucken, zum Beispiel aus einer, hab ich irgendwo kommen? Das ist Rocky. Ich habe gar keine kommen, oder? Naja gut, also, wir haben zum Beispiel Forest. So. Die können wir mit einer
Wartet. Ich möchte gerne eine kommen. Das heißt, zum Beispiel eine Rocky Princess und eine Forest Drone in einem Mutatron mit ein bisschen Mutagen und ein bisschen MJ. Und wir kriegen eine Common Queen. Und wir brauchen noch Genetics Labware. Consume Chance 100%. Oh yeah. Und da könnten wir praktisch dann die ganzen Bienen herstellen, bis wir jetzt einen ewigen Prozess haben von wegen Herstellen und alles mögliche. Und deswegen mache ich einen Mutatron. Mutagen kriegen wir in einem Mutagen-Producer. Und wir können es aus Uran machen. Was natürlich sehr gut ist, weil von Uran haben wir, glaube ich, viel. Gucken. Uranium. Ja. Da haben wir auf jeden Fall genug. Ist eigentlich das Ding jetzt fertig? Ich kann es. So. Wartet kurz. Ich muss kurz ausleeren. So. Zip, zip. Und zip, zip. Na, na, das. Ich liebe diese Travel Anchor. Die sind so cool. Huch, das war eins zu weit. Ja, da. Gut. Und zwar, wir brauchen jetzt einmal einen Mutagen Producer. Und ihr seht schon, wir brauchen einen Haufen. Wir brauchen Mutagen Tank, was Tin und Glasspane ist. Das ist jetzt nicht so. Ich habe keine Glasspane. Ich habe keine Glasspane mehr. Wahnsinn. So, okay. Also nochmal. Mutagen braucht einen Mutagen Tank. Dann brauchen wir noch so ein paar Gears. Gibt es da sicher andere, die schöner sind, oder? Warte, nicht das. Das, genau. So. Zwei Stück bitte. Dann können wir jetzt schon mal ein bisschen mehr machen. Sehr schön. Ein Hopper noch. Okay. Ein Sturdy Casing. Brauchen wir Bronze. Das heißt, ich gebe. Ne, also ich gebe mir nicht, sondern ich nehme mir mal ein bisschen Tin und. Wir sind low on Copper. Copper, 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 Copper. So, machen wir mal 5. Müssten ja reichen. So. Falsch da. 1, 2, 3, 4, 5. So. Okay. Dann 3 Kupfer und Tin. Ich weiß nicht, durch was das Rezept hinzugefügt wird, aber es ist da. So. Normalerweise kenne ich es nur mit Dust, aber wenn es funktioniert, soll es mir egal sein. Gut, dann brauchen wir noch diese Power Module. Dafür brauchen wir noch mehr von diesem Gear. Nein. Nicht das Gear. Das Gear. So. Ich glaube 4 pro, ne? Also 6. Ne, 8. Ach, Quack, was ist das? So, dann brauchen wir noch Pisten. Pisten, 4 Stück. So. 1, 2, 3, 4. Und 2 Power Module. Und schwupp. Wir haben Mutagen Producer. Sehr schön. Dann brauchen wir noch einen Mutatron. Brauchen ein bisschen mehr. Brauchen nochmal so ein Sturdy Casing. Dann brauchen wir noch so ein Ding. Dafür brauchen wir einen Pulsating. Okay, wir brauchen Assembly Chip. Okay, dann müssen wir doch erstmal einen Assembly Table machen. Guck mal, Assembly Table ist sogar billiger, wenn ich das dann mache. Man braucht halt einen Haufen MJ. Okay, machen wir Assembly Table. Buildcraft. Ne, BC. BC. So, Silicon heißt das Ding. Wir brauchen ein Assembly Table. Für den brauchen wir nochmal einen Dia Gear. Für das brauchen wir Goldgear, Stein, Holz. Also Holzgear. Das Ganze dann zu einem Steingear. Das dann zu ein. Die Gears hier irgendwo vielleicht rumwursteln? Ne, super. Assembly Table. Das, das, das. So. Das, diesmal mal ist andersrum. Das dahin. Und Gold. Gold. So. Gold Gear. Und dann brauchen wir nochmal Dias. So. Ein Dia Gear. Okay, und wir können das Assembly Table machen, ne? Ja, sehr schön. Time for some logic. Oh yeah. So, dann brauchen wir noch Laser. Ihr seht, das Zeug verbraucht einen Haufen Diamanten. Ich mache mal 8 Laser. 8. Ach, machen wir 9. Können wir schöner bauen. So. Dann.
Ist jetzt die Frage, wo baue ich es hin? Ich hätte mir mal gesagt, vielleicht hier so. Oder wo habe ich denn meinen Hauptstromanschluss? Hier, ne? Baue ich es hier hin? Ich könnte es mal. Ja, ich mache das jetzt mal hier hin. Ist jetzt erstmal nicht so schön. Wir können das ja später dann noch schöner machen. Dann brauchen wir noch mal ein paar. Kann ich noch welche machen? Das ist jetzt blöd. Ich brauche nämlich Buildcraft, Energie. Und ich hätte jetzt. Oder ich mache die Golden Kinder. Auch blöd. Oh, jetzt muss ich erstmal überlegen, wie ich das mache. Was habe ich denn noch alles? Ich habe gar nicht mehr von dem, was ich brauche. Okay, also wir brauchen Gold. Gold. Drei Stück. Brauchen wir nochmal drei Redstone. Drei Glowstone. Und drei Enderperlen. Dann machen wir noch ein paar von diesen Ender-Eye-Condit. Allerdings muss ich euch sagen, wenn ihr vielleicht jetzt eine neuere Version spielt, das geht nur noch in meiner aktu also in der aktuellen Version von uns. Würden wir geupdatet haben auf die neue Version von Ender.io, würde Ender.io keine Buildcraft, also MJ, mehr unterstützen. Es unterstützt es einfach nicht mehr. Und das große Problem an der Sache ist einfach nur, dadurch, dass das nicht mehr unterstützt wird, könnten wir praktisch die Maschinen da nicht betreiben. Aber solange es noch geht, bin ich froh und mach das mal. Und ja. Ich glaube, hab ich noch einen LV-Transformer nehmen. Muss ich mal machen. Minus. Transformer. So. Habe ich noch Zeug dafür? Gar nichts. So, Holz. Check. Tin Cable. Gleich hoffentlich check. Zwei Stück brauche ich mal. Start. Dann brauchen wir noch Coil. Vielleicht brauche noch mal zwei Copper Cable. Zwei Stück. Okay. Tin Cable Hammer. Die Copper Cable kommen jetzt hoffentlich gleich. Ja, komm, Dankeschön. Und dann brauchen wir noch Eisen. So, und wir kriegen einen Coil. Sehr schön. Das zusammen und wir kriegen einen LV-Transformer. Der dürfte eigentlich hoffentlich reichen für das, was ich vorhab. So, hier haben wir auch drei Vibrant. Sehr schön. In der. So, das brauchen wir. So. Und so. Und wir kriegen acht Stück. Dürften eigentlich reichen. Vielleicht noch ein bisschen Copper Cable. Copper Cable. So. Das könnte ich eigentlich schon mal hier. Wie mache ich denn das jetzt? Brauche ich eigentlich auch erstmal nicht mehr hier. Das habe ich nur noch durchfallen. Nicht durchfallen. Durchlaufen lassen, damit ich was habe. Bloß keine Blöcke hier zerstören von diesen Inventory Cable. So, das kann weg. Das ist blöd. Moment, das ist ein MV-Transformer, ne? Das heißt, ich kann auch direkt hier dran gehen, theoretisch. Und direkt von oben raus. Ah, oh, das ist besser. Das ist besser. Dann klaue ich nicht unten den Strom, sondern oben. So. Machen wir mal 8 hiervon. 9. So. Laser. Verbindet sich hoffentlich. Ja, sehr gut. Assembly Table. Dann brauchen wir noch einen LV-Transformer. Wo packe ich den jetzt hin? Warte mal, der muss doch. Ich glaube, ich muss den ja eh so rum dran packen, dass der. Mensch. Geh weg. So. Und dann. Das funktioniert. So. Ist der eigentlich. Nimmt das Zeug jetzt ab. Also theoretisch müsste es ja jetzt an abnehmen an Strom, ja? Da oben geht der. Achso, es ist leer. Okay. Hat schon alles weggenommen. Es nimmt sehr viel weg, ja. Ja. Ja, of course it do this. It does this. Was weiß ich.
39 EU-Politik, 40 EU-Politik. Oh. Okay, wir brauchen zum Glück nicht viel. So, also, ne, BEC Silicon. Wir brauchen nämlich ein Pulsating Chipset. Das ist nicht anders als Redstone. Ich mach gleich mal 4 Stück. 4, so. Lalalalalalala. Das. Und Pulsating Chipset. So, es funktioniert auf jeden Fall. Die Laser schießen ihre Strahlen. Und jetzt füllen wir das Ding hier mit dem J auf. Die verschiedenen Lichtlevel bedeuten, blau ist es, Quatsch, das meiste wird übertragen und dann halt rot, schwach, gelb, besser, grün, noch besser, blau, allerbeste. Und jetzt seht ihr, es geht hoch. Die Sache ist die, ja, mal gucken, wie viel wir am Ende noch drin haben. So, das Ding wird's droppen, das heißt, es fliegt hier irgendwo in die Gegend, es ist eine stellende Kiste dran. Ich glaube, das Ding packt es in die Chest. Ich hoffe es mal, dass es so war. Ansonsten. Gendistry. Brauchen ein so ein Ding. Braucht das denn jetzt? Andere braucht nichts. Okay. Also ich mache jetzt ein paar viele davon. Ich weiß jetzt nicht, ob der alle auf einmal macht. Ich glaube nicht. Ansonsten lasse ich nochmal einen mehr machen. Ja, so, dann mach hier. Rest kommt zwei, haben wir 4 Stück von. Dann brauche ich noch zwei Dia und 2 Quartz. So, die kommt da rein. Dup, dup. Und da muss das noch dazu. Und dann bitte einen Processor. Okay. Mal gucken, wie viel Strom wir am Ende noch haben. Weil 10.000 MJ ist ein bisschen EU. Ja gut, es kommt wenigstens noch ein bisschen Strom dazu. Solange das Zeug hier noch was kriegt. Ich muss ja jetzt alles bepowern, ne? Das eine Ding, das arme. So, komm, mach die Pulsating-Chipsets fertig. So, in der Zwischenzeit können wir mal hier an dem Zeug arbeiten, an den Genetics Labware. Einmal 32 Stück von. Dann brauchen wir noch Mutatron. So, wir brauchen noch B-Resi-Irgendwas. Weighted Pressure Plate. Ich weiß jetzt nicht, wie viel brauchten wir. 3. Okay. 3. 3. Und dann noch so ein Power Module wieder. Was fehlt uns? Achso. Nein! So. Das. Nee. Moment. Das aus dem. Aus dem habe ich jetzt 3, okay. So. Das Ding brauchen wir nochmal 1. Schon wieder keine Glaspane mehr? Ich habe doch 16 gemacht, oder? Ich bin sehr verwirrt, wo jetzt das Glaspane hin ist. Ah, Moment, ich habe diese Lab gecraftet. Stimmt. Da war 19 gegangen. So, Mutagen-Tank. Was fehlt noch? Okay, wir brauchen diesen Circuit und das Ding. Dafür brauchen wir nochmal Pisten, 2 Stück. Und meine Uhr piept. Yippie. So. Machen wir schnell Pisten. Und das Ding hier hat es fast geschafft. Auf zu piepen. Gut, ja. So. Pisten. Pisten. Wir brauchen den Power Module und dann das dazu. Achso, jetzt fehlt noch dieses eine Ding hier, was hoffentlich gleich fertig ist. Es braucht so viel. Hier können wir übrigens sehen, wie viel es so braucht. Kann ich das mal ausschalten? So. Guck mal. 36 MJ pro Tick ist die Energie, die wir gerade reinkriegen. Und gleich haben wir es geschafft. Oh. So, dann haben wir auch mal Laser und alles mögliche gemacht, ein Assembly Table. So, okay. Jetzt mache ich folgendes. Erstmal disablen. Kann ich mal so drunter stellen. Gut. Einer noch übrig. Ja. So. Und dann Genetics Processor und wir kriegen einen Mutatron. Sehr schön. So, dann haben wir jetzt einen Mutagen Producer und einen Mutatron.
Das Lustige ist, das Zeug braucht auch nochmal Strom. Das heißt, ich werde nochmal hier das kurz dann irgendwie das Ding brauche ich nochmal. Und das Ding brauche ich nochmal. Ich könnte eigentlich sogar. Wartet. Wir machen das jetzt mal auf eine komplett umständige Art und Weise. Was es eigentlich total ineffektiv ist, aber soll mir jetzt egal sein. Gut, das Ding. Das, nein, 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 das Ding. Das und das und das. Red es keinem J. Jetzt. Und jetzt wird das wieder hier meinen ganzen Stromvorrat wieder plündern. Oh ja, das tut es. Okay, aber wir füllen beide parallel so auf, ne? Ja. Das Ding hat sogar weniger internen Buffer als das Ding. Okay, hier können wir schon mal das Zeug reinlegen. Und dann brauchen wir jetzt Uran. Dafür ziehe ich nochmal meinen wunderschönen Suit an. Na. So. Den da. So. Mann. Transportieren wir wieder mal den gefährlichen Stoff Uran. Recipes. Das Ding braucht 100.000. Also Tiny Pipe. Okay, ich guck mal, was hier so gut ist, ne? 100.000, 100.000. 100.000, 100. Oh Gott! Uranium. Wow. Das bringt mich gerade auf eine Idee. Redstone gibt ganz wenig. Ein Uranblock braucht auch 100.000, gibt 4.500. Uranblock ist nur aus Uran. Das ist aber eine exakte Umrechnung. Ist das auch eine exakte Umrechnung? 9.000 aus 9 Stück, die jetzt 1.000 geben. Also 100.000, dann mache ich doch lieber mal so ein. Ist da? Wir haben eigentlich genug Uran. Mache ich mal hier einen. Oder zwei sogar. Zwei Uran. So. Können wir hier nochmal kurz gucken, was haben wir hier drin? Ein bisschen was. Das, das, das. Und dann tun wir die mal hier in den Dingens rein. Brauche ich noch Fluid-Dinger? Fluid. Ender Fluid. Dup, dup. Extract. Always active. Insert. So. Hoffentlich funktioniert das jetzt so. Ich hoffe es einfach mal. So, dann brauchen wir hier zwei Bienen. Zwei Bienchen. So. Was haben wir hier für Drohnen? Drohnen. 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 Wir haben keine Forest Drone. Aber wir haben eine Common Drone. Moment. Was brauchen wir denn für. Brauchen kaum Mutagen für den Scheiß. Ich brauche für einen Apiary. Eine Alviary heißt das Ding ja. Brauchen wir Royal Jelly. Und die kriegst du aus Imperial. Das ist eine Noble und eine Aesthetic. Noble ist Common und Cultivated. Haben wir eine Common Princess? Nein. Ich glaube, wir müssen trotzdem nochmal normales Bienenproduzierzeug machen. Huch. Kann ich das Ding auffüllen lassen? Macht das was? Oh, wie viel wir gerade reinkriegen wollen. Fuck. Unnatural Hunger. Okay, wisst ihr, was wir jetzt machen müssen? Dieser Hunger macht nämlich folgendes. Der frisst uns jetzt alles weg. Deswegen brauchen wir Rotten Flesh. Das nämlich, wir können jetzt nichts essen. Wir können Dose essen. Your hunger cannot be satisfied with normal food. Aber was wir machen können, wir können Rotten Flesh essen. Bup. The bugger begins to fade. So, und ihr seht jetzt hier. Irgendwie Hunger und ein Natural Hunger. So, jetzt haben wir es die. Ich muss nochmal was essen. Das heißt, ich muss jetzt. Warum habe ich das Toast gegessen? So, ich muss nochmal springen, springen, springen. Ich mag nämlich nicht dieses komische Gewabbel hier. Ich krieg keinen Hunger.
Ja. Normalerweise kann man da eigentlich kein normales Essen essen. Das wundert mich gerade ein bisschen. Aber ihr seht, meine Herzen haben so ein schwarzes Hintergrunddingens da. Das ist ein bisschen komisch. Und nein, das ist nicht toll. So. Gut. Ich hätte mal gesagt, wir haben mal 9000 Mutagen schon mal vorbereitet. Hier können auch nochmal welche rein, ne? 9000 denke ich auch rein. Ja, ich mache jetzt mal bis nächste Folge Folgendes. Ich bereite mal die Bienen vor. Und, also ich hoffe, ich denke dran. Ansonsten machen wir bis nächste Folge. Und ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Sage tschüss, bis nächstes Mal. Und auf Wiedersehen. Ich glaube, ich lasse das Ding nicht voll werden, ne? Ich hau mal das Ding hier weg. Hat ja mindestens schon mehr als ja, 20.000. Oder? Ja, wird schon passen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Sage tschüss, bis nächstes Mal. Jetzt auch wirklich und wieder auf Wiedersehen. Weil ich die Bienen ja eh noch machen muss, mache ich das erst bis zur nächsten Folge. Okay, dann. Ciao. Und ihr seht hier, mein Hunger nimmt gerade schnell ab. Ich esse nochmal voll ein Fleisch hier. So. Ah, es ist weg. Okay, gut, dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Warte, Schnauzer. Tschüss.